Hallo, herzlich willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir die Schurkenherausforderung gemacht und heute sind wir mit dem Magier dran. Ja, so einfach ist das. Boah, ich glaube, wenn wir das schaffen, dann haben wir doch das Duplizieren, oder? Ihr habt es so gewollt. So, gucken wir mal. Ja, das sieht doch gut aus. Hallo. Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. So, was machen wir da? Als erstes mal einen Totengräber. Tanzt, ihr Narren! Ach so, ja, das war das mit ganz links befindet und so. Ich erinnere mich. Ja, es wird hart. Oh, duplizieren, da ist es ja. Das mal Eisblock. Ach du meine Güte. Durch Eisblock. Natürlich, der wird dann 5-5er. Wenn er den direkt abholen könnte, dann wäre es natürlich blöd, ne? Ich verrat's niemandem. Dann mal so ein Zauberformerin. Euer Tod wird mir ein Vergnügen sein. Okay. So, jetzt muss ich gut überlegen. Ich glaube, ich mache die erstmal weg. Dann mache ich so. Das war's. Euer Tod wird mir ein Vergnügen sein. Er müsste auf jeden Fall. Na, okay, das ist blöd. Wobei. Vielleicht auch nicht. Ah, das war so dumm. Eisblock. Duplizieren. Ich glaube, das sind wir ein bisschen falsch angegangen. Ich meine, gut, jetzt kriegen wir den Schlickspucker dupliziert. Aber wir haben nur noch drei Leben. Ne? Wenn das mal nicht bitter ist. Zerstäuben, Zauberformerin, Gegenzauber. Duplizieren haben wir nicht nochmal. Meine Güte. Zerstäuben. Boah, Junge. Das geht ab, sag ich euch. Beschwören.
Oh mein Gott, nein! Schade, 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 schade. Das machen wir nochmal. Da war ich nicht gut. Da war ich echt nicht gut. Da war ich nicht gut. Da bin ich sehr unzufrieden mit mir gewesen. Jaina gegen Haigan den Unreinen. Ihr denkt, ihr seid in Sicherheit? Ihr habt es so gewollt. Da bin ich sehr, sehr unzufrieden mit mir gewesen. Okay. Ach. Hallo. Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Ja. Zeit für Unsinn, ne? Joa. Ich meine, er wird jetzt sofort sterben, ist mir auch klar. Aber duplizieren. Duplizieren. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine Eisbarriere. Im nächsten Zug machen wir ihmchen. Oder? Er ist schon okay. Ich komme aus der Höhle. Eisbarriere. Er ist schon okay zum Duplizieren, ne? So. Oh. Das ist nicht fair. Okay. Wir können ihn machen. Ah, ihn zu spielen macht keinen Sinn, weil wir kein Geheimnis draußen haben. Wir können auch einfach nur das machen. Und Eisblock. Schön ist was anderes. Schön los hier. Wir haben viele Geheimnisse. Ich meine, gut. So einen Riesenunterschied macht's jetzt nicht, aber. Junge, Junge, da braut sich was zusammen hier. Das ist ja unglaublich. Das war's. Ich glaube, ich bin das ein bisschen falsch angegangen. Ja, da werden wir noch einen Versuch brauchen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss den Spott mehrmals duplizieren. Mit ihm hier hat keinen Sinn, glaube ich. Das hat... Oh, jetzt haben wir hier sogar die Sylvanas mit drin. Ich habe keine Zeit für Spiele. Als Block. Ach ja. Ich komme aus.
Sylvanas zu duplizieren hätte natürlich auch was gehabt. Gut gespielt. Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Ja, das ist vorbei. Ah, okay. Also eine Sylvanas ist auch im Deck. Boah, jetzt haben wir schon zwei Versuche in den Sand gesetzt, ne? Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Und das auch noch mit Magier. Mit den anderen beiden war es so einfach. Mit den ersten beiden, meine ich. Tja, so kann es gehen, ne? Jaina gegen Haigan den Unreinen. Ihr denkt, ihr seid in Sicherheit? Ihr habt es so gewollt. Duplizieren. Ja, ich versuche das jetzt mal anders zu machen. Hallo. Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Sofern mir das möglich ist, natürlich nur. Bringt eure Toten. Wieso haben wir auf einmal Totengräber auf der Hand? Da kommen wir der Sache schon näher. Und den macht er jetzt kaputt damit. Und der wird dort. Oh nee, können wir ja gar nicht. Können wir ja gar nicht. Ja, okay, dann müssen wir erst den. Was war das denn? Euer Tod wird mir ein Teufelswahrer. Was war das für eine Karte? Gedankenapokalypse. Beide Spieler ziehen zwei Karten und erhalten einen Mana-Kristall. Ja, okay. Ich werde es ihnen zeigen. Ich werde es ihnen alle zeigen. Ich komme aus der Leere. Ich habe mal so das Gefühl. Bitte kein. Oh, duplizieren. So. Duplizieren, also ich habe so das Gefühl, dass es diesmal besser läuft, wollte ich sagen. Duplizieren liegt und wir haben noch ein Duplizieren auf der Hand. Zerstäuben liegt und Eisbeere liegt. Das heißt, wir können jetzt hier ein Spötchen machen. Ach ja, komm, greif mal an, das ist relativ. Nein! Ich komme aus der Ringe. Ach Gott, nee, ich bin auch so doof manchmal. Manchmal bin ich echt so doof. Ich verrat's niemandem. Ich verrat's niemandem. Ja, genau! Gar kein Problem. Boah, der ist echt knackig, Leute. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu müde bin oder nicht fit genug bin, um den ordentlich zu spielen, ob das ordentlich zu raffen oder was. Aber irgendwie haut das gerade überhaupt nicht hin hier.
Das haut überhaupt nicht hin hier. Auch diese ganzen kleinen... Das ist echt unglaublich hier. Den ganz linken, den kann er hier gerne kaputt machen, ne? Das ist klar. Ganz so Banane bin ich auch nicht. Ah, jetzt geht er sowieso mit dem in den. Komm, mach deine Fähigkeit. Tu es! Jawohl. So. Seelenfeuer. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Das ist einfach hart. Das ist einfach hart. Auch hier mit dem Lebengebuffer da die ganze Zeit. Oh! Ah ja, jetzt geht der Dings drauf. Genau. Oh. Ey, das ist ganz schön schwer, ey. So ein Flamestrike oder so hätte was. Ich werde sie allen zeigen! Immer zur Schlacht! Für die Wissenschaft! Wow, vier Geheimnisse haben wir. Zauberformerin, Eisblock, Gegenzauber, Spiegelgestalt. Oh. Das reicht einfach nicht, ne? Es reicht nicht. So, jetzt lass mal überlegen. Den auf den. Muss ich wirklich? Flammer zur Schlachtbank! Den. Und dann. Komm, mach erst deine Fähigkeit, bitte. Boah, Junge, Eisblock. Ah. Nein! Ey, was der auch raushaut an Viechern, das ist unglaublich. Und er hat 100-mal hier den Leerrufer dabei. 100-mal. Ich würde es ihm zeigen. Ich würde es ihm allen zeigen. Ich glaube, die Folge wird eine Stunde gehen. Seid mir nicht böse. Das darf doch echt nicht wahr sein. Bin ich so ein Noob oder was? Jada gegen bin ich so ein Noob? Den Unreinen. Ihr denkt, ihr seid in Sicherheit? Ihr habt es so gewollt. Bin ich echt so ein Noob? Aha, diesmal haben wir den Baron früher auf der Hand. Das ist auf jeden Fall auch gut. Gut gespielt. Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Warte, niemand. Tanzt, ihr Narren! Immerhin. Ah, ich habe eigentlich gehofft, dass er sowas nicht spielt, wenn er das machen muss, aber gut. Wieso kostet das auch nur einen Mana? So OP, Mann. Für einen Mana eine 2-3er Ansturmkarte. Junge, Junge, Junge. Das übernehme ich. Das ist in dem Fall leider kein Buff.
Wow! Crane Bluthoof. Das ist natürlich geil. Auch zum Duplizieren und so ein Kram. Machen wir es mal so. Ich komme aus der Komm schon. Ich komme aus der Leere. Ja, es hätte schlimmer sein können, aber. Na, wohl. Ist schon okay. Ein Dämon. Wir haben aber keinen Dämon. Ich kehre in die Leere. Ich würde es Ihnen zeigen. Ich mache es mal so und so. Ja. So, jetzt kommt das Geheimnis. Zerstäuben ist gut. Das ist sehr gut. Boah, jetzt die beiden natürlich, ne? Das musste ja jetzt wieder sein. Fünf Verteidigung ist gut. Jüngchen. Das ist geil, weil wenn wir den gleich duplizieren, dann ist das auch fett. Vor allem mit dem hier dann noch. Das ist auf jeden Fall fett. Auf jeden Fall duplizieren und auf jeden Fall ihn finden. Nein! Oh, hoffentlich haben wir Glück und er geht das auf den euch umhauen. Apokalypse bei den 10 2 Karten. Euer Tod. Boah, geh auf den Huf, Junge, geh auf den Blotthuf vorher. Oh mein Gott! Jetzt wird er dupliziert und spawnt nochmal zwei von den Dingern. Das ist gut. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Das ist auf jeden Fall gut. Aber bei dem, was der hier schon wieder alles auf das Brett gelegt hat, ne? Junge, Junge, Junge. Was machen wir da? Eisblock. Wissenschaftler. Eisbarriere. Der hält auf jeden Fall aus. Machen wir so, und dann machen wir das so. Option. So, und das müsste jetzt ein Duplizieren oder bei sein, ne? Ja. Oh Mann, da kommt immer. Beschwören, beschwören ist hier auch ein Vernichten dabei, wenigstens. Ne. Ja, Junge. Wir haben Duplizieren dabei. Ach, Mist. Ich habe gerade noch überlegt, den 3-1er müssen wir auch klar machen, weil er hat gerade keine Karten auf Hand, aber ach, ist doch immer dasselbe. So. Duplizieren. Durch den Baron kommen noch mal zwei kleine raus. Eigentlich darf der nicht sterben. Der darf nicht sterben, ne? Ja, was ist jetzt besser? Den zweiten Spot zu spielen oder da einen Ping drauf zu machen? Ich glaube, einen zweiten Spot zu spielen. Gegenzauber.
Oh mein Gott. Kommt mir das nur so vor oder ist das wirklich so hart? Ey, ich weiß es echt nicht. Das wird ein Eisblock sein, ne? Ja, sehr gut. Okay. Ah, ist auf jeden Fall super, 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 super schwer und hart, hier die Board Control zu kriegen. Also so viel kann ich schon mal sagen. Ich glaube, das ist es jetzt auch gewesen. Ne? Wir schaffen das nicht hier. Für die Ehre. Ich habe keine Zeit für Spiele. Für die Ehre. Oh Mann, ey. Ich glaube, wenn ich den Magier geschafft habe, dann muss ich erstmal ein Päuschen machen wieder. Von Hardstone. Ich merke, dass ich nicht mehr denken kann. Mein Gut, was ihr jetzt nicht wisst, für mich ist es auch schon spät heute. War ein langer, sehr langer Tag. Aber. Ja, der ein oder andere hat ja gesagt, längere Hardstone-Folgen. Bitteschön, hier ist eine lange Hardstone-Folge. Och, der Talnus, den haben wir auch. Och, der Talnus. Hallo. Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Der Talnus. Warum wir dürsten nach Rache. Natürlich auch Quatsch, ne? Wird jetzt direkt tot gemacht. Aber egal, zieh mir eine Karte. Jetzt geht das schon wieder los mit dem Blutwichtel da hin, ne? Gegenzauber oder Eisblock? Was machen wir zuerst? Ja, und Gegenzauber, ne? Ja, war schon dabei. So, da machen wir jetzt Ihmchen. Ich komme aus der Leere. Junge, Junge, ey, das ist so eine Pressure. Da weiß man kaum, wie man dem Herr werden soll, ne? Ja, eins steht fest. Und zwar das. Jetzt natürlich ein Duplizieren. Machen wir es mal so. Ha, Gegenzauber, Seelenfeuer. Jupp, das sieht gut aus. Eruption, ja, das sieht auch gut aus. So, und jetzt ist mein Plan. 3, 4. Kriegt den auf jeden Fall nicht tot. Erstmal einen Eisblock zu machen und duplizieren zu machen. Und sonst nix. Und im nächsten Zug machen wir dann den Schlickspucker und dann geht die Dupliziererei-Maschinerie los. So ist zumindest der Plan. Duplizieren. Yeah.
Ja, Jaraxxus, klar. Beschwört einen zufälligen Dämon. Klar, Jaraxxus. Was sonst? Schlick. Und... duplizieren. Warum ich den kleinen Spott geopfert habe an der Stelle, ist glaube ich klar. Und nochmal schön dupliziert. Das heißt, wir haben jetzt aus einem Schlick 5 gemacht. Also aus einem Spott. Aber schaut euch das an, es ist trotzdem schwer, es ist trotzdem nicht einfach, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Aber zum Glück lebt unser Baron Totenschwur noch. Und jetzt können wir hier nochmal 2 Schlickspotter aufs Feld legen. Den hier kaputt machen. Mal weiter abwarten. Wer wagt es, mich zu beschwören? Junge, 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 Junge. Ja, er hat es auf jeden Fall nicht geschafft, komplett alles kaputt zu machen. Das ist doch schon mal ein kleiner Gewinn. So, dann machen wir erstmal das. Ja, das ist schon mal ganz klar. Dann machen wir... Ja, komm, machen wir das. Duplizieren haben wir nicht. Aber wir machen auf jeden Fall den hier hin. Und wir können eigentlich auch... Können wir mit denen nach ganz links tun? Ah, warum nicht? Zack, zack, zack. Nochmal 2 Spötchen raus. Zack, zack, bumm. Oh. Naja, gut. Dafür haben wir jetzt 2 von denen. Ja, also ich habe herausgefunden, es geht mit Baron, wenn der liegt und man duplizieren zum richtigen Moment hinlegt, dann geht das schon klar. Aber ist nicht leicht, trotz allem. Jetzt wird es nämlich auch langsam eng mit unseren Spötz. Ich werde es Ihnen allen zeigen. Ach, hätten wir mal den besser zuerst gespielt, ne? Naja. Bringt eure Toten. Ich werde es Ihnen zeigen. Ich werde es Ihnen allen zeigen. Lennart! Okay. Zerstäuben, Eisblock, Barriere und Zauberformerin. Okay. Okay, das hat doch schon mal geklappt. Obwohl, wir können auch... Wissenschaft. Ich glaube, wir haben kein Geheimnis mehr im Deck. Junge, 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 das war aber auch ein Kampf. Aber jetzt haben wir es geschafft.
Ja, war auf jeden Fall cool. Stufe 15. Duplizieren. Endlich. Und Arkane Intelligenz Golden. Puh. Ja, was soll ich sagen? Ich musste gerade ein bisschen erstmal runterkommen. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall sehr, sehr geil, hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das bei mir jetzt nicht unbedingt so aussah, weil ich die ganze Zeit ultra konzentriert war. Aber in der Tat war das echt eine sehr, sehr lustige Runde, weil man echt auch überlegen musste und das nicht so super einfach war wie der Rest. Ja, okay, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache für heute Pause, ihr bekommt davon nichts mit. Mal sehen, wann ich das nächste Mal dazu komme, aufzunehmen. Ich hoffe, in ein paar Tagen schon. Okay, dann bis zum nächsten Mal.